fort, Gesindel! Kurfürstliche Hoheit, welche Gnade! Keine Titulaturen! Weiß. Willst du mich denn hier empfangen? Ich stiege hinauf, wenn's gefährlich ist. Mein bestes Zimmer für eure kurfürstliche Hoheit. Keine Titulaturen, sage ich dir. Ja, ja. Nein, habe ich gesagt, du Schafskopf! Was wartest du noch? Grinse nicht. Ich weiß, was da drin ist. 5%ige Obligation auf die Bank von England. Gut, gut. Ich sehe, du verstehst dein Geschäft. Hör zu. Du hast dich bisher als mein Hofagent sehr geschickt erwiesen. Und ich will dir einen Beweis meines Vertrauens geben. Gnädigster Herr, wissen das alles, was ich vermag, zu Ihren Diensten? Mach Geschwätz! In dieser Mappe sind Obligationen im Wert von 600.000 Pfund. Nominal oder zum Heimkurs? Sehr selbst nach. Das sind die Zahlungen Englands für meine Hilfstruppen nach Amerika. Du erinnerst dich? Ob ich mich erinnere? Diese Menschen haben gesagt, der gnädigste Herr Landgraf verkauft seine Landeskinder. Die Leute alles reden, schlechte Leute. Das ist meine Sache. Das Geld ist da. Oh, hast du es noch endlich fertig gezählt? Was habe ich gesagt? 600.000 Pfund, Nominale, genau. Also, die Zeitumstände zwingen mich, mein Geld in Sicherheit zu bringen. Zeitumstände? Der Schlag soll ihn treffen. Der Kaiser Napoleon. Halt's Maul. Das Geld soll nach England. Weißt du einen Weg? Ob ich einen Weg weiß? Es wird schwer halten. Ja oder nein? Man könnte versuchen, aber es ist das riskant. Rede, was kostet das Risiko? Unter 2% Provision könnte ich es nicht machen. Gauner, 12.000 Pfund, höchstens 1%. Ich bin ein armer Jüd, aber für den gnädigen Herrn 1,5. Eins. Ich verliere, ich bin ruiniert. 1,25. Eins. Gnädigster Herr, Erachten legen Sie noch zu, will ich Erachten nachlassen. 1,25. Vergiss nicht, dass ich dich aus dem Dreck gezogen habe, du Beutelschneider, Verdammter. 1,25. Los, schreib schon die Quittung aus. £600.000 Nominale. Nominale? Nur zum Vorteil des gnädigsten Herrn. Der einzige Kurs ist niedriger. Morgen kann sein Heer. Was war das? Vielleicht der Ratte. Das kann uns doch niemand belauscht haben. Kein Mensch. Es darf niemand etwas davon erfahren. Kein Mensch erfährt davon. Kein Hast du gehört, mein Sohn? 600.000 Pfund. Bloß wo er sie her hat, habe ich nicht verstanden. Das ist ein großer Händler mit Menschen. Hat Soldaten verkauft nach England.
An jedem von die Papierchen klebt Blut. Hat sich ausgezahlt, das Blut? Blut zahlt sich immer aus. Merkt das, Mason. Viel Geld können wir nur machen mit viel Blut. Was schreibst du da? Einen Wechsel, Vater. Ich möchte zeigen, was ich bei dir gelernt habe. Lass mich arbeiten mit dem Geld. Nix. Bist noch zu jung, James, mein Sohn. Das Geld bekommt Nathan. Nathan, alles Nathan. Er hat schon 200.000 Pfund. Und er wird brauchen noch diese 600.000. Er muss auftreten können in London auf der Börse. Wir müssen ins Geschäft kommen mit den Engländern. Ruf mir den Hirsch. Und dann schreib um das Papier auf Moses Montefiore, London. Hirsch, komm rein. Er hat mir gerufen, Meier. Mach dich fertig. Du musst reisen noch heute zu meinem Sohn Nathan nach der Stadt London. So weit. Und geht das Wasser? Es kommt nicht an dich, das Wasser. Der Brief ist eilig. Du musst reisen bei Tag und Nacht. Auch am Schabbes? Das ist doch verboten. Wenn der Wagen fährt mit dir oder das Schiff, dann kannst du doch nichts dafür. Du reist nicht. Du wirst gereist. Sind der Schattesboote bereit? Alles. Nur, dass die Lichter noch werden leichten. Red richtig. Es braucht nicht jedermann zu hören, dass du aus der Jugendgasse in Frankfurt stammst. Ich bin ein alter Jid. Aber du lebst in England. Steck dir nicht an. Ich werd's nicht mehr lernen zu sein, Engländer, wie du. Unsinn. Eine Woche lang bin ich Engländer. Auf Schabbes einen Tag lang bin ich Jude und mach das Geschäft mit Gott. Sieh nach. Es kann kein Jude sein, der zu dieser Zeit kommt. Herr, bringst du Glück oder Unglück? Nun, für ihn wird es eine Glück. Für mich war es eine Strafe. Bleib herrschen. Der Meier hat gesagt, bring diesen Brief Nathan, meinem Sohn, nach der Stadt London. Wie soll Segen über dich kommen, wenn du die Gebote nicht achtest? Siehst aber vom alten Meier Armschild. Und wenn du vom Himmel kämst, ich muss den Feiertag heiligen, weißt du nicht, was geschrieben steht? Ich weiß. Nicht zerschneiden, nicht zerreißen, kein Geld anrühren, keinen Brief. Gewehr. Ja, da. Du willst strecken, den Kind durch. £600.000 Anlegen in England überlasse ganz dir. 600.000 Pfund. Meine Herren, muss denn hier immer nur von Geschäften geredet werden? Es gibt doch so viel Schönes, so viel Heiterkeit auf der Welt. Meine Dame hat recht. Reden wir mal von was anderem. Ich wollte mal Missionar werden. Halten Sie das für einen heiteren Beruf? Die wird doch fast ermordet. Mich hätten Sie aber nicht ermordet. Das wäre eben das Heitere gewesen. Um es kurz zu machen, Bering sagte sich, es ist 10 gegen 1 zu wetten, dass man als Missionar einmal ermordet wird. Richtig, so eine Frage der Zeit. Ist man also ermordet, so kommt die Regierung seiner britischen Majestät und macht eine Strafexpedition. Sieht sich bei dieser Gelegenheit das Land etwas näher an. Und geht nie wieder raus, sehen Sie, und darum meinte ich eben... Darum meinte Bering, es sei vollkommen zwecklos, sich erst morden zu lassen. Denn ein toter Missionar bringt die Wilden in Schuld und Sünde. Und? Der Himmel wird um sein Opfer betrogen. Madame, als guter Christ sage ich Ihnen, der Himmel hat Anspruch auf unseren Glauben. Ja, aber nicht auf unser Opfer. Psst, nicht so laut. Phyllis singt. Das stört uns nicht. Oh, Morgenzeit, bald sind wir weit, weit fort, gar weit, noch
Spielen Sie doch weiter. Ich kann nicht. Spielen Sie doch. Dann fällt es am wenigsten auf. Was sollte denn übrigens auffallen, Herr Leutnant Gräfen? Dass wir allein sind. Wie schade. Etwa zu spät gekommen? War es etwas Delikates? Sie werden enttäuscht sein. Mr. Bering hat uns gerade seine Auffassung über das Christentum entwickelt. Ach, ist er ein Atheist? Ich werde mich hüten. Warum haben Sie nun Ihren Posten als reisender Märtyrer nicht angetreten? Ich heiratete ein Bankhaus. Übrigens, da fällt mir ein, wo ist denn Phyllis? Wie immer bei Herrn Gräfen. Aber es wird ein anderes Leben sein. Nicht mehr so reich und vielleicht auch nicht immer ohne Sorgen. Glauben Sie denn nicht an mich, George? Hallo, Kinder! Mr. Baden! Mr. Bering? Ich habe kein Verständnis dafür, dass Sie mit meiner Tochter allein sind. Er wollte mir doch nur Sylvias Tulpen zeigen. Ich fürchte, Sie verstehen von Blumen ebenso viel wie ich. Sylvia! Mr. Bering, ich glaube, auf diesem Gebiet kennen Sie sich nicht aus. Ich glaube doch. Mr. Clayton, ich sehe Uniform lieber im Felde als hier. Auch sind die Töchter aus unseren Familien für Attacken nicht geeignet. Mr. Bering, meine Absicht... Madame! Wollen Sie die Güte haben, das Kind in die Gesellschaft zurückzubringen? Leb wohl, George. Mr. Clayton, Sie sprachen von Absichten. Ich möchte da keinen Zweifel aufkommen lassen. Sie haben recht, ich besitze nichts. Habe kein Vermögen, keine reichen Verwandten. Das war es doch wohl, was Sie sagen wollten, Mr. Bering. Ach, Sie scheinen ja Ihren Zustand noch nicht einmal ernst zu nehmen. Nicht sonderlich. Es ist... unwürdig! Also, meine Herren, Sie sind einverstanden, wir übernehmen die Goldladung der Essex. Dann werde ich für unseren Tröst bieten. Wie hoch wollen wir gehen? Ich dachte an 750, aber das Limit ist ja vollkommen bedeutungslos. So hoch geht ja doch keiner. Na schön, dann sind wir uns einig. Ja. Hallo, Clayton. Wollen Sie schon fort? Ich bitte um die Erlaubnis, mich verabschieden zu dürfen. Haben Sie eine Differenz mit ihm gehabt? Ach, ich habe ihm nur klar gemacht, dass es ein verdammt schlechter Witz ist, wenn so ein Habenichts wie er Lionel Beerings Tochter heiraten will. Hornstein, was Neues? Krieg wird's geben. Also nichts Neues, halten Sie mich nicht auf. Truppen sollen geschickt werden von London nach Spanien. Sie sollen dem Napoleon in die Seite fallen. Ja, Truppen schicken ist leicht. Aber wer bringt das Geld nach Spanien? Wer hat das Geld? Die Bankiers in der City. Wer macht die Zuweisung? Harris, der Oberkommissar des Schatzamts. Und wen schickt England als General? Wellington. Wellington? Viel schöne Frauen. Viel Schulden, viel Gläubiger. Er soll ja froh sein, dass er eine Weile weg kann. Sehr gut. Wer könnte das Geld liefern? In London. Hammer. In Lissabon, in Sizilien, in Tanger. Werde ich herausbringen. Schön. Sonst noch was? Gold ist aus Ostindien angekommen. Eine Schiffsladung voll. Ja, ich weiß, mit der Essex, gleich ist der Auktion. Wollen Sie hin? Warum nicht? Wir wollen Sie an gegen die City-Leute, gegen Turner. Was bieten die? 700.000 Pfund. Vielleicht bietet einer mehr. Wollen Sie hin? Meshugge. Eine Ladung Gold aus Ostindien, 570.000 Pfund. Wer bietet mehr? 570.000 zum ersten, zum zweiten. 80. 90. 600. 600.000 Pfund sind geboten. Eine Ladung Gold für 600.000 Pfund. 620. 40. 60. 80. 700. Eine Schiffsladung Gold aus den ostindischen Kolonien. Geboten sind 700.000 Pfund. 700.000 Pfund zum ersten. 720. 750. 800. Ne? Was ist? 800.000 Pfund zum ersten, zum zweiten. 800.000 Pfund zum dritten. Auf welchen Namen sind die Papiere auszustellen? Nathaniel Rothschild, London. Zahlen Sie in bar? 200.000 in bar, 600.000 in Wechseln auf Moses Montefiori. Genügt Ihnen das? Vollkommen. Er wagt es, mit uns zu konkurrieren. Meine Herren, Mr. Turner,
Na warte, das werde ich dir versalzen. Ich bin doch neugierig, was der Oberkommissar des Schatzamtes dazu sagen wird. Wenn ich Sie recht verstehe, meine Herren, so beklagen Sie sich darüber, dass Mr. Rothschild Sie bei der Versteigerung des ostindischen Goldes überbot. Wir beklagen uns darüber, dass sich ein hergelaufener kleiner Jude in unseren Kreis drängt und unsere Geschäfte stört. Hat Rothschild sich unerlaubter Mittel bedient? Ja, wollen Sie warten, bis er es tut? Oder besaß er nicht die genügenden Zahlungsmittel? Das nicht. Aber ich möchte wissen, woher er solche Summen hat. Ich glaube nicht, Gentlemen, dass ich Ihnen dienen kann. Die Teilnahme an den Auktionen der Ostindischen Kompanie steht jedermann frei. Ja, jedem ehrlichen Kaufmann. Beweisen Sie mir, dass Rothschild es nicht ist. Rothschild ist ein vor ein paar Jahren eingewanderter Jude. Sie treiben Handel mit der ganzen Welt und werden empfindlich wegen eines Juden? Ja, weil ich fürchte, dass hier Handel mit uns getrieben wird. Sollten Sie bisher Geschäfte mit Juden abgelehnt haben? Keineswegs. Na also, Sie sind Bürger eines freien Landes, Mr. Turner. Hören Sie, Mr. Harris, Sie könnten uns schon entgegenkommen. Schließlich sind ja Schatzamt und City aufeinander angewiesen. Ich bedauere, dass Sie das nur jetzt feststellen. Werde ich mich abmühe, einen Weg für die notwendigen Geldüberweisungen nach Spanien zu finden? Nein, wir können Ihnen kein Angebot machen, wenn wir über das ostindische Gold nicht verfügen. Ach, also deshalb die Abneigung gegen Rothschild. Außerdem müssen Sie den Mann erst mal finden, der Ihnen angesichts der Kontinentalsperre Geld nach Spanien hinschafft. Richtig. Der Seeweg ist sehr unsicher und auf dem Lande sperrt Frankreich jeden Verkehr. Vielleicht habe ich diesen Mann schon gefunden. Soll das heißen, dass die Regierung mit Rothschild verhandeln will? Die Regierung wird tun, was sie für richtig hält. Sie kann ebenso wenig Bedenken haben, mit einem jüdischen Untertan zu verhandeln wie Sie, Mr. Turner. Ich bin Privatmann, aber Engländer. Ihre Feindschaft gegen die Juden ist mir zu neu, um mich zu überzeugen. Ich glaube, Biering, hier haben wir wohl nichts mehr zu suchen. Die armen Pferde. Hallo. Ja, bitte? Was ist denn da los? Mrs. Turners Pferde sind durchgegangen. Turner? Die Frau des Bankiers? Ganz recht, mein Herr. Danke. Mrs. Turner? Ein Zufall führt mich vorbei. Ich bin glücklich, Ihnen meine Dienste anbieten zu dürfen. Ja, bitte, wer sind Sie? Ein englischer Gentleman und ein Geschäftsfreund Ihres Gatten. Nathaniel Rothschild. Ich sehe mit Bedauern, dass Sie einen Unfall hatten. Darf ich Ihnen meinen Wagen anbieten? Der steht ganz zu Ihrer Verfügung. Ja, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, aber... Aber, Madame, Sie können doch hier nicht stehen bleiben. Ja, aber Sie werden doch Ihren Wagen brauchen. Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Danke, so bekannt sind wir noch nicht. Aber, ich bin doch ein intimer Geschäftsfreund Ihres Gatten. Eben waren wir bei Sachen auf einer Auktion. Also gut, dann würde ich Ihr freundliches Anerbieten annehmen, Mr. Rothschild, Madame. Nathaniel Rothschild. Das habe ich nie bis hier gehört. Wenn Sie mich ein Stück Weges mitnehmen würden, zum Schatzamt muss ich. Sie würden mir Glück bringen. Ich bedauere, dann möchte ich doch wieder zu Fuß gehen. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich verzichte. Fahren Sie, Mrs. Turner, wohin Sie befehlt. Zum Bankiersclub. Wir hätten bei der Aktion eben bis zu einer Million gehen sollen. Aber wir sind doch schließlich keine Hasardeure. Naja, wer mit Geld handelt, muss eben Nerven haben wie ein Salzsetzer. Woher hat dieser Rothschild aber das Geld? An der Börse ist er bisher noch nicht aufgefallen. Viel wichtiger ist jetzt, was wir gegen ihn unternehmen. Was zwingt uns eigentlich gegen ihn zu sein, Turner? Ich fand es auch nicht glücklich, dass Sie bei Harris den Rothschild als Juden bezeichnet haben. Ich würde doch schließlich noch sagen können, was wahr ist. Aber Harris hört es nicht gerne. Die Juden auch nicht. Miss Turner. Was? Silvia! Du kommst hierher? Ist etwas passiert? Ich weiß, es ist eine Todsünde gegen den guten Ton eures Clubs, aber... Trotzdem könntet ihr mir einen Stuhl anbieten. Oh, verzeih. Bitte setz dich doch. Hier ist nämlich noch etwas zittrig von dem Schreck. Es ist noch etwas passiert. Toni, mir nicht, nur die Pferde sind uns durchgegangen. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ein Gentleman bot mir seinen Wagen an. Ein Gentleman? Ja, das sagt nicht viel. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Trotzdem ein Geschäftsfreund von dir ist. Ja, ein Mr. Rushes? Rushes? Kenne ich nicht. Doch, er war sogar heute mit dir auf der Goldauktion. Auf der Auktion? Ja. Das könnte doch nur... Aber nein, das ist ja undenkbar. Aber natürlich, das ist er. Rushes, wie sah denn der aus? Wie ein Geschäftsfreund von dir nicht aussehen sollte. Rothschild! Natürlich Rothschild! Nathan Rothschild. Das erklärt manches. Sehr zurückhaltend war er nämlich nicht. Rothschild macht Sylvia Turner den Hof. Ist ja komisch, muss ich schon sagen. Er hat wenig Freude an mir gehabt. Schade. Meinen Sie das im Ernst, Biering? Na, ihr übertreibt.
Aber wir können uns ja wirklich unsere Geschäftspartner nicht nach ihrem Aussehen wählen. Dieser Rothschild ist nämlich ein gefährlicher Konkurrent. Ich habe euch also einen Dienst erwiesen, als ich die Gefälligkeit von diesem Rothschild annahm. Na, wir sind nicht böse darüber, aber man kann doch nie wissen, was kommt. Wie? Na, ich merke, der Anstand bricht bei euch bloß zu Hause aus. Madame, Sie sind in Irland geboren. Nicht nur geboren. Ich merke erst hier in England, wie glücklich ich bin, eine Irin zu sein. Sylvia erklärt Englisch, das bedeutet so viel wie ein Charakterfehler. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Mr. Bering, fanden Sie es nicht anstößig, dass Ihre Tochter Phyllis einen Augenblick mit George Creighton allein war? Dieser junge Mann hat keinen Beruf. Nein. Als Soldat kann er ja auch nur für England sterben. Das wäre dann eine Ehre, aber immer noch kein Beruf. Sylvia, das verstehst du nicht. Habt ihr kein Harmonium mit eurer Geldkirche? Diese Ansichten lassen sich doch eigentlich nur noch mit einem frommen Choral oder der üblichen englischen Feierlichkeit ertragen. Na, Sie waren ja so neugierig. Ich bin enttäuscht, Mr. Rothschild. Sie haben sich durch Ihr billiges Angebot denkbar günstig bei uns eingeführt. Ich weiß. Die Konkurrenz hat 10% verlangt. Woher? Na, ist ja gleich gut. Also ich gebe Ihnen den Auftrag. Wenn wir allerdings direkt von der Ostindischen Kompanie gekauft hätten, wäre es uns billiger zu stehen gekommen. Warum haben Sie nicht direkt gekauft? Weil es unter der Würde eines königlichen Amtes ist, sich mit einer Auktion zu befassen. Würde kostet Geld. Na, ist gut. Wir akzeptieren Ihre Forderung. Mr. Rothschild, es ist das erste Geschäft, das Sie für uns machen. Alles für mein Land, Mr. Harris. Ich bin Engländer. Ach, seit wann? Seit fast 3 Jahren. Ich sehe es als meine Pflicht an, dem Lande zu dienen, dessen Bürger ich geworden bin. Na, sprechen wir doch lieber als nüchterne Geschäftsleute miteinander. Auch gut. Also an wen habe ich mich wegen der Geldsendung zu halten? Den Oberstkommandierenden der englischen Truppen, Lord Wellington. Schön. Wann kann ich den Lord empfangen? Glauben Sie, dass er zu Ihnen kommen wird? Wenn ein General Soldaten braucht, wird er zum Soldaten gehen. Wenn er Geld braucht, wird er zum Geld gehen. Bin ich weniger, weil ich Geld habe? Das nicht. Aber Wellington ist um einige Jahrhunderte länger Engländer als Sie. Gut. Auf den Weg soll es mir auch nicht ankommen. Miss Bering! Leutnant Creighton, welch ein Zufall! Darf ich Sie ein Stück begleiten? Gerne. Sylvia sagte mir, was ist George? Warum sind Sie so ernst? Phyllis. Du wirst stark sein. Ich muss fort. Mit Wellington? Nach Spanien? Ja. Ach, ich habe es geahnt. Du wirst mir Abschied nicht schwer machen. Nein, George. Und du wirst auf mich warten. Ja, George. Ich warte auf dich. Wie eine Frau auf ihren Mann wartet. Wie eine Frau auf ihren Mann? Ja, George. Dann weiß ich, wofür ich lebe. Dann gehöre ich ganz dir. Hallo, Ben. Miss Bering verlor soeben ihren Schal. Oh, es tut mir unendlich leid, es übersehen zu haben. Verzeihung, darf ich noch eine Bitte äußern? Der verlorene Schal von Miss Bering. Ach so, ja, richtig. Bitte. In 4 Stunden stehe ich an der Kirche St. Paul. Sie werden mir doch diese kleine Bitte nicht abschlagen, lieber Freund. Die Wohnung ist bezaubernd. Wir könnten sehr glücklich darin sein. Ach, Harriet, wie Sie sich das denken. Erstens kann ich mir solche kleinen Aufmerksamkeiten leider nicht mehr leisten. Wirklich nicht. Und zweitens muss ich nach Spanien. Aber doch nicht schon morgen. Was gibt's? Mr. Rothschild, euer Lordschaft. Rothschild? Ja. Ich habe befohlen, Gläubiger nicht vorzulassen. Ich bitte um Erlaubnis. Mr. Rothschild sagte mir, er sei von Mr. Harris an Sie gewiesen. Oh, ich weiß schon. Liebste Harriet, Sie werden mich für ein paar Minuten entschuldigen müssen. Bitte. Lassen Sie mir eintreten.
Ah, Mr. Rothschild. Euer Lordschaft. Sie wurden mit den Geldüberweisungen einer meiner Armee beauftragt? Mr. Harris erwies mir das Vertrauen. So, wie stellen Sie sich das vor? Das wollen eure Lordschaft ganz meine Sache sein lassen. Aber darf ich mich vielleicht setzen? Bitte. Ich bitte um Mitteilung, wohin ich das Geld überweisen lassen darf. Wie denken Sie sich denn das? In einem Feldzug ändert sich der Standort des Kommandos dauernd. Eure Lordschaft haben mich schlecht verstanden. Soll ich direkt an eure Lordschaft adressieren? Natürlich nicht, an mein Zahlmeisteramt. Ja, nun... Sie haben Bedenken? Milord, das Geld geht einen langen Weg und durch viele Hände. An jeder bleibt etwas hängen. Sie bekommen weniger ausgezahlt, als hier in London angewiesen wurde. Viel weniger. Da ist es vielleicht besser, Sie haben selbst die Kontrolle als irgendein Zahlmeister, der... Ich hoffe, Sie verstehen. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass ein organisierter Betrug... Betrug ist ein starkes Wort. Aber ich sage Ihnen ja, das Geld wechselt jeden Moment die Valuta. Die Kurse sind ja nicht fest in einer solchen Zeit. Einer bekommt's billig und begibt's teuer. Einer bekommt's teuer und... Begibt's billig? Nein, Milord, und begibt's noch teurer. Und Provision bekommt jeder. Das ist sein gutes Recht. Nun, das frisst am Geld, das wird weniger und weniger. Haben Sie das Mr. Harris gesagt? Ob ich ihm das gesagt habe? Ich habe es ihm noch ganz anders expliziert als ihn. Sie sind kein Geschäftsmann, sondern ein Mann des Schwertes. Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, na gut, das müssen wir eben einkalkulieren. So. Sehen Sie, Harris hat gesagt, reden Sie mit Lord Wellington, sagen Sie ihm, ich bin einverstanden. Einverstanden? Lord Wellington braucht Geld, hat er gesagt. Er muss Geschenke machen, er muss heimlich Geld in fremde Taschen stecken, er muss schießen mit Gold und Silber, wie seine Soldaten schießen mit Blei. Wer wird einen Soldaten fragen, wenn er heimkehrt aus dem Kriege, wie viel Blei hast du verschossen? Wer wird Lord Wellington fragen, wie viel Geld hast du vergeben? Liebling, komm doch endlich. Ja. An wen darf ich das Geld überweisen lassen, Lord Wellington? Ich werde Sie wissen lassen, ich bin beschäftigt. Verstehe. Werden Napoleon in Spanien zu schaffen machen. Ach bitte, Liebster, schick mir Phyllis. Es scheint ein bisschen durcheinander. Ein Tisch? Guten Tag, Mrs. Turner. Guten Tag. Ach, Sie kennen mich nicht mehr. Ich hatte doch die Ehre, Ihnen seinerzeit mit meinem Wagen aushelfen zu dürfen. Ach ja, Mr. Rothschild. Sie ist recht. Was führt Sie denn hierher? Oh, ich bin glücklich, Sie zu sehen, Mrs. Turner. Ganz auf Ihrer Seite. Ist das alles? Ich wollte gleich Ihnen unseren tapferen Rotröcken da unten zum Abschied zuwinken. Wenn ich da unten mitmarschierte... Ich bin fest davon überzeugt, Sie werden es nicht tun. Ja, aber ich würde nicht ungern Ihren Abschied feiern. Miss Turner, Sie sind eine geistreiche Frau, Sie sind berühmt dafür. Aber womit habe ich Ihren Spott verdient? Ich verehre Sie. Vielleicht deshalb. Hallo, Phyllis. Wollten Sie etwas von mir oder von meiner Frau? Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen, Mr. Turner. Ich fragte Sie etwas. Ja, ich wollte... Na, ich dachte, Mrs. Turner... Haben Sie seinerzeit bei dem Unfall meiner Frau vielleicht Unkosten gehabt, Mr. Rothschild? Wie hoch darf ich Ihnen den Scheck ausstellen? Sie wollen mich beleidigen. Nein, Mr. Rothschild, ich wollte Sie nur vor Verlusten bewahren. Guten Tag. Toni, ich kenne dich ja nicht wieder. Jedenfalls danke ich dir. Aber jetzt lass mich bitte einen Augenblick mit Phyllis allein, ja? Was ist denn das da, Phyllis? George! George! Phyllis! Phyllis! Alter, Phyllis! Was erlauben Sie sich? Ich habe keine Zeit zur Auseinandersetzung, Mr. Beering. Sehr wohl, Phyllis. Vergiss mich nicht. Niemals! Hörst du, George? Niemals! Phyllis! Ich habe
dir ausdrücklich verboten. Du kannst uns doch unsere Liebe nicht verbieten. Was kann ich nicht? Ich liebe George Creighton. Und auf mich nimmst du keine Rücksicht. Hast du auf mich Rücksicht genommen? An dein Geschäft hast du zeitlebens gedacht. Scheiße, was sollen die Leute denken? Ja, das könnte dem Bankhaus Biering schaden. Es wäre besser, du hättest auch auf deinen Ruf. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und wenn dein Geliebter nicht mehr wiederkommt? Dann werde ich für sein Kind weiterleben. Das ist nicht wahr. Phyllis, was ist denn geschehen? Sylvia, jetzt bin ich frei für George. Wie war die Überfahrt? Gott, was wäre was? Nun? Er hat Münzen lassen, das Gold, mit gutem Gewinn. Wie groß aber war der Gewinn? Recht hat er, nix soll mal schreiben von Gewinn, weil er kann kommen in unrechte Hände. Was habe ich dir gesagt, James? Blutgeld. Der Nathan. Uns? Was schreibt er noch? Nun aber will ich dir berichten von dem Geschäft, das du machen sollst mit mir. Lies genau. Was hat Nathan dir gesagt von einer Zahl? Was für eine Zahl? 7, hat er gesagt. Es ist gut, Herr, du kannst gehen. James! No, was ist? Nimm dir ein Beispiel! Gib's mir! Ja, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie der Landgraf mir hat gebracht, die 6 mal 100.000 Pfund. Da hast du gesagt, ich soll dir geben das Geld. Bekomme ich's? Bekommen tust du's nicht. Aber zu tun bekommst du damit. Hier, lies genau. Nur die unterstrichenen Worte. Ich sende im Auftrag Englands Geld an Wellington, Spanien. Kann gehen über Frankreich. Erkundet Weg. Gib her die Karte. Nathan, wir schicken das Geld nach Paris. Dort soll es werden geteilt. Partie geht nach Limoges. Wen haben wir als Korrespondenten in Limoges? Kallmann und Sie. Kallmann. Kallmann wird schicken nach Bordeaux. Wer sitzt in Bordeaux? Jacques Leblanc. Jacques Leblanc, was war mit ihm? Er hat vor 2 Jahren gemacht einen schlechten Bankrott. Aber er hat vor 1 Jahr geheiratet, die Tochter von Abraham Fortado. Abraham Fortado, ist ein guter Mann. Also, Leblanc wird schicken nach Porto. Teixeira y Compañía. Von Teixeira, es wird gehen nach Lissabon und nach Spanien herein. Gut, und die zweite Partie? Wird gehen nach Lyon. Alevi und Freyes. Alevi wird schicken nach Marseille. Cahin, Sie? Cahin wird schicken über Korsika, Sardinien, nach Palermo, zu Isaac de Seta. De Seta wird schicken nach Tunis, nach Algier, nach Ceuta. Und es ist in Ceuta, so ist es in Gibraltar und in Spanien. Und so kommt das Geld wieder zusammen. Gut. Aber wie kommt das Geld nach Frankreich? Wenn Nathan sagt, das Geld kann gehen über Frankreich, wird er auch wissen, wie es ist zu bringen nach Frankreich. Aber wem können wir vertrauen? Wer sitzt in Paris? Du. Ich? Naja, wer sonst? Hast du dich selber gesagt, es muss einer sein, dem wir vertrauen? Aber ist das nicht gefährlich? Senden Jüden zu Paris. Gefährlich sind Jüden? Na, was willst du noch? Wo Jüden senden? Da ist es doch nichts gefährlich. Sir James Rothschild, der Herr Finanzminister lässt bitten. Ich kenne Ihren Fall, Monsieur Rothschild. Wir sind hier sehr gut unterrichtet. Also Sie glauben in der Lage zu sein, englisches Gold nach Frankreich zu bringen? Ich bin es. Darf ich hoffen, dass das gütige Interesse eurer Exzellenz... Sagen Sie, handelt es sich um nennenswerte Beträge? Im letzten Monat waren es etwa 100.000 Guineen, die ich über den Kirchen ins Land brachte. Schmuggelte, wollen Sie sagen? Ich gebe es zu. Zum Nutzen Frankreichs, zum Schaden Englands. Ach, wer? Weil bald, wenn der Goldabfluss aus England andauert, eine Goldknappheit eintreten wird. Kann England ohne Goldkrieg führen. Das hat was für sich. Sonst würde England doch nicht so viel Anstrengungen machen, um die Goldausfuhr zu verhindern.
keine Angst, Exzellenz. Wir haben Vorkehrungen getroffen, um doch noch über den Kanal zu kommen. Wir? Mein Bruder und ich. Und was wollen Sie von mir? Eine ergebene Bitte, Exzellenz. Eine Kleinigkeit. Nur eine Anweisung an die Zollbehörde in den Kirchen, dass ein Auge zugedrückt wird, wenn in der Nacht ausgeladen werden Tulpenzwiebeln aus Holland. Tulpenzwiebeln aus Holland. Ausgezeichnet. Ich bin aber verdammt schwer. Was ist mit den Frachtbriefen? Hier sind sie. Nun macht schon, dass ihr wegkommt. Wer hat dich geheißen, zuzusperren? Ich. Überlass mir das. Warum so eilig? Sind sie nur weg? Natürlich sind sie weg. Hör zu, was steht dort, das drin ist in die Kisten für James Rothschild Paris? Tulpenzwiebeln aus Holland. Hast du gesehen, wie schwer sie haben geschleppt an die Sachen? Sind das Tulpenzwiebeln, will ich sie fressen. Gib mal die leichte. Aber wenn man es zerfährt. Wer soll schon erfahren? Jemand hier außer dir und mir? Hey! Was habe ich dir gesagt, Tulpenzwiebel? 100 Guineen. Stimmt. Und ich? Wir machen 50-50, du 30, ich 70. Man kratzt sich nicht immer. Aber wenn Rothschild Geschrei macht. Ich kann doch nicht dauernd auf die Juden Rücksicht nehmen. Und außer das hat er nicht auch mal klein angefangen, der Rothschild. Und ist der einzige Tulpenzwiebel weniger in die Kisten als vorher? Schreib auf, Kiste beschädigt, angelangt. Und ein Beutel mit 100 Tulpenzwiebeln fehlte. Also fehlte. Fehlte, ja. Sodass ich dein Konto nicht mit 9.000... sondern nur mit 8.900 erkennen kann. Es grüßt dich dein aufrichtiger Bruder James. Liebe Frau Leon, belieben zu empfangen 8.500 Guineen in Gold, die Sie vereinbarungsgemäß verwenden wollen. Wir belasten dafür entsprechend Ihr Valutenkonto und ersuchen um konforme Buchung. Halevi Flair schicken 8.000 Guineen, gehen weiter an Isaac de Seta Palermo. Diskont wie gewöhnlich. Heim schreibt Herrn Isaac de Seta Palermo. Zum Ausgleich der uns eingesandten Wechsel aus Lyon und Bordeaux senden wir Ihnen 7.750 Guineen in Gold, mit denen wir Ihnen zu dienen hoffen. Isaac de Seta schreibt, ich sende Ihnen 7.000 Guineen in Gold. 6.500! 6.300! 6.900! Das ist ja nicht möglich. 5.512 Guineas? Stimmt genau, Sir. Warten Sie. Ich muss zum General. Ja? Nun? Es ist wie immer, Milord. Nur ungefähr die Hälfte des angewiesenen Betrages ist angelangt. Schweinerei. Aber das hat man mir vorausgesagt. Das Geld geht einen langen Weg und durch viele Hände. An jeder bleibt etwas hängen. Verdammt viel, Milord. Und jetzt wollen Sie wieder eine Quittung? Ja, Milord. Ich kann doch nicht 10.000 Guineas quittieren, wenn ich nur 5.500 erhalte. Es ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt zu Geld zu kommen. Wenn ich nicht unterschreibe? Dann ist dies zweifellos die letzte Geldsendung, die wir erhielten. Und wir brauchen noch viele, Milord. Also gut. Was? Das sind ja 10.600 Guineas. Die 600 sind die Provision für das Bankhaus Nathan Rothschild. Reservieren Sie mir 500 Guineas für meinen Geheimfonds. Gut, Kompatz, gut. Kassieren Sie die Wochenrechnung aus Spanien ein. Und eine neue Sendung? 9.000 Guineen, wie immer, über Holland, Paris. Was grinsen Sie, Herr Bronstein? Habe ich gegrinst? Ein schönes Bild? Der Bankier und seine Tulpen. Sonst was?
Mr. Turner verreist nach Glasgow. Nächste Woche erst wieder zurück. Na, und weiter? Ein Bote hat einen Korb abgegeben. Und Blumen. Alles für die Tochter vom alten Biering. Geht's dir nicht an, Bornstein? Ist das sicher mit der Reise von Turner nach Glasgow? Gestern abgefahren. Sehr gut. Holen Sie mal den Tulpenmann herein. Mr. Rothschild, ich stehe zu Diensten. Ihre Auswahl ist nicht groß, Mr. Bulwer. Ich habe gedacht, Sie sind die erste Handlung in London. Wir beliefern die vornehmsten Sammler und Züchter. Erst kürzlich hat der Herzog von... Schon gut. Also was haben Sie für Sorten? Was können Sie liefern? Alles, was Sie hier sehen. Hier die blaue Löwenhuck, dann diese schöne gelbe, der Stern von Harlem. Mhm. Dann diese wunderhübsche violette hier, Meißje van Geldern. Mhm. Und diese dunkelrote, beinahe schwarze, die Krone von Holland. Alles selten und neue Züchtungsergebnisse. So, selten, sagen Sie. Gut. Also rechnen Sie mir in meinem Haus ein Tulpenhaus ein, mit solchen Tulpen. Ja, es muss das Beste in London sein. Gern, Mr. Rothschild, Sie werden zufrieden sein. Und die Kosten? Tulpen kosten Geld. Bei der Schönheit soll man nicht rechnen, nicht wahr, Mr. Bulwer? Gewiss, Mr. Rothschild. Ich bin direkt entzückt über Ihr Verständnis. Meine Empfehlung. Ja. Hören Sie zu, Bornstein. Wenn ich nicht nach dem Preis frage, habe ich meine Gründe. Kümmern Sie sich in Zukunft nicht um mein Geld. Phyllis, warum hast du ihn denn nicht mitgebracht? Besser so, was die Leute über mich sagen, das ist mir gleichgültig. Aber ich mag nicht, dass sie über mein Kind reden. Ach, kleine Phyllis, für dein Kind wirst du in England kein Verständnis finden. Ja. Du warst mal ein guter Posten im Hauptbuch deines Vaters. Mit deinem Kind hast du eine solide Geschäftsverbindung zerstört. Und für dieses Land kämpft George. Von deinem Jungen hast du ihm immer noch nichts geschrieben? Nein. Das soll meine Überraschung sein. Und dir, Sylvia, muss er dafür danken, dass du mich nicht verlassen hast. Da habe ich dir schon erzählt, heute habe ich wieder seinen wunderbaren Korb mit Früchten, Wein und Spielzeug für den Kleinen bekommen. Ach, und du weißt gar nicht von wem? Nein. Von einem, der Sie und Ihren Mut bewundert. Wahrscheinlich ist einer von unseren alten Freunden. Was gibt's, Simmons? Ein Herr möchte Mrs. Turner sprechen. Er hat den Namen nicht genannt. Ja und? Er sagt, er käme von Bulwer & Company. Ach, von der Tulpenzüchterei. Ja, bitte führen Sie ihn in die Halle. Ich komme gleich. Phyllis, kommst du mit? Nein, ich warte Sie. Ich bin auch gleich wieder da. Komm, Jackie. Wir wollen mal sehen, was der Tulpen auch noch Schönes für uns hat. Mrs. Turner. Handeln Sie neuerdings mit Tulpen, Mr. Rothschild? Nein, Mrs. Turner. Ich hatte nur gehört, dass Sie eine Liebhaberin von Tulpen sind. Ich habe die seltensten Tulpen der Welt und da wollte ich mir erlauben... Unter diesem Vorwand bei mir einzudringen. Nicht wahr? Sie haben recht, Mrs. Turner, es war nur ein Vorwand. Ich musste Sie sprechen. Es handelt sich um Miss Biering. Ich weiß, Sie sind mit ihr befreundet. Sprechen Sie von Mrs. Creighton? Also gut, sagen wir Mrs. Creighton. Sind Sie immer so delikat? Ich dachte, man könnte mit Ihnen offen sprechen, wenn es um das Schicksal eines jungen Mädchens geht. Ich konnte bisher nicht viel tun. Interessant. Der unbekannte Bewunderer von Phyllis sind Sie. Es war bisher nur ein kleiner Versuch, wieder gut zu machen, was... Wenn ich Sie recht verstehe, möchten Sie also jetzt in Verbindung mit mir... Gönner und Wohltäter von Mrs. Creighton werden. Nichts würde mich glücklicher machen, Mrs. Turner. Mit welchem Recht mischen Sie sich in so private Dinge? Mit dem Recht der Menschlichkeit, Mother. Ich sehe es geradezu als meine Pflichten. Haben Sie nicht den Hund? Still, Jackie, geht ja gleich wieder. Mr. Rothschild als Wohltäter. Haben Sie die Rechnung schon geschrieben? Mrs. Turner, Sie tun mir Unrecht. Mr. Rothschild... Sie sehen, Jackie mag sie nicht. Ja, sehe. Dann, Sie erlauben wohl. Ja.
Also, Monsieur Rothschild. Monsieur James Rothschild. Ich freue mich ganz außerordentlich. Was führt Sie zu mir? Verzeihung. Hoyt hat mich doch zu einer Unterredung befohlen. Ich? Sonderbar, ich kann mich nicht erinnern. Haben Sie eine Ahnung, worum es sich handeln könnte? Bedauere sehr. Auf jeden Fall bin ich glücklich, Eure Hoheit kennenzulernen. Den allmächtigen Polizeiminister des großen Kaisers bekommt nicht jedermann zu Gesicht. Sie beschämen mich, Monsieur Rothschild. Es war schon lange mein Wunsch, dem Mann meine Hochachtung zu erweisen, der sich um die französische Gartenkunst so verdient gemacht hat. Ja, allerdings. Sie sind Franzose? Ich bemühe mich, es zu werden. Kann man das? Ich habe um der Einbürgerung nachgesehen. Ach so, Sie wollen die französische Staatsbürgerschaft erwerben. Welches Glück für die Tulpenzucht unseres Landes. Hoheit, darf ich eine Erläuterung geben? Ich importiere gar keine Tulpenzwiebeln. Nicht? Sehen Sie, so werden Träume zerstört. Und was wird jetzt Schreckliches dabei rauskommen? Geld, Hoheit. Englisches Geld. Englisches Geld, entsetzlich. Wie peinlich für unsere junge Freundschaft. Im Gegenteil, Hoheit. Der Herr Finanzminister Graf Mollien ist sehr erfreut, dass dieses Geld nach Frankreich hereinfließt. Ach, nehmen Sie es ihm nicht übel. Finanzminister sind Optimisten, die freuen sich noch über Eingänge. Mich als Polizeiminister interessieren mehr die Ausgänge. Besonders die Hinterausgänge. Das ist ein Laster meines Berufs. Sie kennen das Bankhaus Jacques Leblanc in Bordeaux. Ich stehe mit ihm in Korrespondenz. Und der Chera y Compagnia in Porto? Nein, mit diesem Haus habe ich keine Verbindung. Richtig, Sie nicht. Aber Jacques Leblanc in Bordeaux. Und Cahin et Fils Marseille stehen wieder in Verbindung mit Isaac de Seta, Palermo. Den Sie natürlich auch nicht kennen. Wo Spanien liegt, das müssen Sie nur vom Hören sagen. Und dass dort Krieg gegen uns geführt wird, das halten Sie für eine blasse Erfindung. Hoheit, ich weiß wirklich nicht, was... Was wollen Sie damit sagen? Monsieur Rothschild, ich sah bisher in Ihnen einen geriebenen Gauner. Sie waren mir sympathisch. Sparen Sie es mir, Sie für einen Dummkopf halten zu müssen. Wissen Sie, was das ist? Das sind Anweisungen an die Präfekturen in Lyon, Limoges, Bordeaux und Marseille. Wenn ich diese Depeschen absende, sind Ihre Korrespondenten verhaftet und Ihre Bücher versiegelt. Verzeihung. Lässt sich ein Gespräch darüber führen, dass Hoheit Sie nicht absenden? Das Gespräch muss sehr kurz sein. Was kostet die Stunde dieser Depeschen? Wie viel Prozent ziehen Sie aus Ihrem hochverräterischen Treiben? Hoheit, ich bitte Sie. Meine Zeit ist bemessen. Wie viel? 15%. Also 30. Hoheit, ich schwöre. Werden Sie nicht romantisch. Sie können Ihr Geld ruhig weiterhin nach Spanien schicken und kriegen es eben nach dem Siege dort wieder. Ich belaste also ebenso wenig mein Gewissen wie Ihr Konto, wenn ich Sie bitte, mich mit 15%, wie sagt man, einzuschalten. Das ist unmöglich. Sie wollen auch französischer Staatsbürger werden, nicht wahr? Neue Freundschaften muss man pflegen, junger Mann. Hoheit, ich bin ruiniert. Monsieur Rothschild, mit dieser Behauptung haben Leute Ihres Schlages seit Tausenden von Jahren die besten Geschäfte gemacht. Und was die 15% anbetrifft, so erfolgt meine stille Teilnahme selbstverständlich rückwirkend in der Berechnung aller Beträge, die bisher nach Spanien gezahlt wurden. Ich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft. Russland. Erst Spanien, dann Russland. Aber Napoleon wird in Russland kein Glück haben. Frankreich ist weit. Aber die Deutschen. Die Deutschen reden auch kein Stuss, Bronstein. Stuss? Sie reden in der letzten Zeit überhaupt so viel Stuss. Wer hat mir den Blödsinn von der Wohltätigkeit eingeredet? Ich? Ja, wer hat mir den Rat gegeben, zu Mrs. Turner rauszufahren? Sie haben mir gesagt, Sie möchten Sie sprechen um jeden Preis. Und Sie haben mir gesagt, fahren Sie raus, Sie ist allein. Na und? Sie waren nicht allein, ein Hund war noch da. Ein Hund? Noch was für ein Hund? Ich habe Ihnen gesagt, fahren Sie zu Mrs. Turner. Ich habe Ihnen nicht gesagt, fahren Sie zum Hund. Hab ich Ihnen was zu befehlen? Sie haben mir gar nichts zu befehlen. Ich verzichte überhaupt auf Sie. Sie schmeißen mich raus. Jawohl, ich schmeiße raus. Gut, ich gehe. Sind Sie verrückt? Bleiben Sie hier. Ich habe mir was überlegt. Einladen werde ich Sie. Wen? Wen? Die Goyams von der City. Die Bankiers von London. An meinem Tisch sollen sie sitzen. Mein Wein sollen sie trinken. Kein Bankett wird größer sein als das von Nathan Rothschild. Fressen lasse ich sie, saufen lasse ich sie für mein Geld. Für mein Geld. Bankett, Mr. Rothschild. Bankett, Mr. Turner. Bankett, Mr. Rothschild. Bankett, Mr. Turner. Bankett, Mr. Rothschild. Bankett, Mr. Turner.
Lord Madenhead, ein alter Freund unseres Hauses. Tja, er hat schon mit meinem Großpapa in Baumwolle spekuliert. Was macht er denn jetzt? Staatsgeschäfte, beste englische Tradition. Die Tradition, die Politik als Alterserscheinung. Toni, du kannst jetzt anfangen. Ja. Ladies and Gentlemen, Ihr vollzähliges Erscheinen macht mich sehr glücklich. Es beweist mir, dass sich die englische Gesellschaft ihrer besonderen Verpflichtung noch bewusst ist. Denn wir alle waren ja ursprünglich von einem anderen zum gleichen Tag und für die gleiche Stunde ins gleiche Hotel geladen worden. Man kann es mit einem Satz klar machen. Wann und ob wir uns von solchen Herren einladen lassen, das bestimmen wir. Hallo. Wir sind Geschäftsleute und als solche gewohnt, Beziehungen zu pflegen, nicht sie abzubrechen. Liegt ein Angebot vor, dann werden wir es prüfen. Mit uns kann jeder. Gegen uns nutzen auch Banketteinladungen nichts. Was Neues, Bronstein? Na, was sehen Sie mich denn so an? Ja. Ja! Es ist keiner gekommen. Wird Nathan Rothschild endlich einsehen, dass man nicht wegwischen kann, wenn man in der Judengasse in Frankfurt geboren ist? Sie werden von mir nicht bezahlt als Rabbi! Ich sag Ihnen, wenn Sie hoch und höher steigen und wenn Sie groß werden in England, Sie werden trotzdem bleiben, ein großer Bocher aus der Judengasse in Frankfurt. Unsinn! Sie vielleicht, Bornstein! Sie stinken ja noch nach Ghetto. Die wissen ja nicht, wer Nathan Rothschild ist. Die lachen zu früh. Hier, damit wird man Engländer. Bornstein, sehen Sie sich an, Sie sehen aus wie ein Schnorrer. Sie sind mies und nicht ganz sauber. Aber Ihr Sohn wird sich waschen lernen. Und Ihr Enkel kann vielleicht schon ein Lord sein in diesem Lande. Und alles damit. Madam, Mr. Craig. George! Sind Sie es wirklich? Und in Zivil? Ja, der Krieg ist aus, aber wo ist Phyllis? Wollen Sie sich nicht setzen? Nein. Ich komme von Mr. Bering, er hat mich nicht empfangen. Was ist mit Phyllis? Wissen Sie es wirklich nicht? Was denn? Warum liegt sie denn nicht im Haus Ihres Vaters? Es ist vielleicht doch besser, wenn es alles sagt. Sie ist verheiratet? Nein. Aber sie liebt mich nicht mehr. Doch, Phyllis liebt sie noch. Vielleicht nicht mehr ganz so wie früher. Ist also doch jemand anderes noch da? Ja. Sie haben noch einen Rivalen bekommen. Wollen Sie mal sehen? Das ist er. Ist 3 Jahre alt, heißt auch George und verspricht genauso ein wilder Mann wie sein Papa zu werden. Das ist doch wohl gar nicht möglich. Doch, doch. Ich Esel. Sylvia. Ich kann doch nichts dafür. Mach gar nichts. Wo ist Phyllis schnell? Ich muss zu mir, ich muss doch meinen Jungen sehen. Langsam, langsam, George. Oder wollen Sie die arme Phyllis so erschrecken? Na also. Jetzt bleiben Sie schön hier. Phyllis und mein kleines Modell müssen sowieso bald kommen. Also, Bering, jetzt haben Sie schon das 2. Mal falsch gesungen. Nur wieso? Das stimmt doch nicht. Ich kenne doch das Lied. Aber nein, Sie singen immer la, 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 la. Das ist doch falsch. Der Ton geht so. La, 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 la,
La, la, la, la, la. Aber Turner, die Stelle kenne ich nun ganz genau. Mit unserer Kraft und Gottvertrauen werden wir den Enkeln Häuser bauen. So habe ich das schon als Kind im Kirchenchor in Sendenkern gesungen. So laut oder so falsch? Eine der schönsten Choräle, die wir in England haben. Siehst du, jetzt kennt er mich schon. Jetzt bleibe ich immer hier. Ja, was denn? Es gibt keinen Krieg mehr. Wir haben den Kaiser Napoleon gefangen. Und du willst alles für mich aufgeben? Du warst so gern Soldat. Für dich aufgeben? Aber keine Spur überhaupt. Wir haben Frieden. Ich habe wieder Aussicht für eine militärische Karriere vorbei. Ich will Geld verdienen. Arbeiten. Siehst du doch ein, nicht wahr? Napoleon sitzt auf Elba, die Alliierten stehen in Paris, Europa ist ruhig. Auch wir Bankiers könnten wieder an produktive Arbeit denken, wenn wir, ja, wenn wir die Unterstützung des Schatzamtes hätten. Aber Mr. Turner, Sie können doch die kleine Differenz, die wir seinerzeit wegen Rothschild hatten, nicht so falsch auslegen. Umso besser, das erleichtert mir ja wesentlich, offen mit Ihnen zu sprechen. Sie wissen zweifellos ebenso gut wie wir, das französische Volk wünscht die Rückkehr seines legitimen Königs. Auch die Regierung seiner Majestät bemüht sich, dem Herzog von Orléans auf dem Thron zu helfen. Da der König aber seinerzeit ohne alle Mittel fliehen musste, hat er kein Geld. Ach, ist man deshalb an Sie herangetreten? Ja, indirekt. Ich habe aber dem Verbindungsmann sofort erklärt, dass uns das Geschäft nur reizen könnte, wenn das Schatzamt eine formale Garantie übernimmt. Das ist unmöglich. Es handelt sich doch hier um ein rein privates Geschäft. Im Interesse Englands. Sicher. Aber Sie müssen verstehen, Mr. Turner, dass die Regierung seiner Majestät sich hier nicht festlegen kann. Auch finanziell nicht. Wir sind leider nicht in der glücklichen Lage, eigene Häuser in Frankreich und Deutschland zu besitzen. Was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, dass wir nicht die Vorteile des Hauses Rothschild genießen, das in England und Deutschland Geschäfte gegen Napoleon und in Frankreich für Napoleon macht und auf diese Weise in jeder Spekulation gewinnen muss. Ich bin in die Geheimnisse des Hauses Rothschild nicht so genau eingeweiht wie Sie. Man kann also nur mit gegebenen Tatsachen rechnen. Mit solchen Tatsachen können wir bedauerlicherweise nicht aufwarten. Tja. Darf ich damit rechnen, dass Sie meine Ausführungen vertraulich behandeln? Selbstverständlich. Ich danke Ihnen. Guten Morgen, Mr. Harris. Mr. Turner. Benachrichtigen Sie bitte Mr. Rothschild. Er möchte so bald als möglich zu mir kommen. Benimm dich respektvoller, du Hund! Mr. Rothschild, Euer Majestät. Ja, Sie wollen also die Liebenswürdigkeit haben... Ich bin von der Regierung seiner Majestät des Königs von England gebeten worden, den zukünftigen König von Frankreich mit dem nötigen Geld zu versorgen. Sie wollten sagen, seiner Majestät mit der Finanzierung eines Planes, an dem die englische Regierung das größte Interesse hat, dienen zu können. Wo das größte Interesse liegt, kann ich nicht sagen. Jedenfalls handelt es sich um ein Geschäft, das keine Zuhörer verträgt. Der Kerl ist ja taub. Die Summe... Die ist bekannt. Ihr Sicherheiten können Sie dafür geben? Oh, Graf, erklären Sie doch dem Herrn, dass mein königliches Wort Sicherheit genug bietet. Ähnliches sagten mir die Herren von der englischen Regierung auch. Ich bevorzuge im Allgemeinen greifbare Sicherheiten. Ich will aber diesmal ausnahmsweise einen anderen Vorschlag machen. Bitte? Das Haus Rothschild hat in Paris eine Niederlassung gegründet. Sie wird von meinem Bruder James geleitet. Schön, kann einen Orden kriegen. Unwichtig, Majestät. Aber wenn ich hier auf Sicherheiten verzichte, so wird sich mein Bruder James erlauben, Eurer Majestät nach der Thronbesteigung seine Aufwartung zu machen. Und? Und von Eurer Majestät den Auftrag für die Abwicklung der staatlichen Finanzgeschäfte entgegennehmen. Ah, ich verstehe. Rothschild hier und Rothschild da. Geh weg, du Schindler! Mr. Rothschild, ein Mann in meiner Lage... kann bei geschäftlichen Erwägungen nicht empfindlich sein. Als König von Frankreich wird mich Ihr Bruder geneigt finden. Hallo, Gentlemen, ich komme eben von der Poststation. Da kann man nicht mal in Ruhe Zeitungen lesen. Nein, Turner, Napoleon ist vom Elba geflohen. Und in Frankreich gelandet.
Du lügst, Bornstein! Ich weiß es bestimmt. Und ich bin festgelegt mit diesem Trottel von König. Der wird wieder weglaufen. Wohin? Zu Herz. Wollen Sie mich dafür verantwortlich machen? Napoleon will Ihren König Louis aus dem Lande jagen. Sie haben mir dazu geraten, ihn zu finanzieren. Ich muss erwarten... Was müssen Sie erwarten? Meine Situation ist verzweifelt, wenn ich keine Klarheit über die zukünftige Entwicklung der Dinge in Frankreich erhalte. Fahren Sie doch hin. Ich bin kein Soldat. Sie müssen mir zunächst sagen, was ich wissen muss. Wird England eingreifen? Natürlich. Als Mitglied der Großen Koalition sind wir verpflichtet zur Aufrechterhaltung der Ordnung... Wozu ist mir gleichgültig? Werden die Alliierten siegen? Napoleon ist ein großer General. Wellington auch. Das genügt. Ich wollte nur wissen, ob er die Armee kommandieren wird. Mr. Harris. Unmöglich, Captain. Milord kann Sie jetzt wirklich nicht empfangen. Die militärischen Vorbereitungen... Ja, gerade deswegen muss ich mit ihm sprechen. Ich war sein Adjutant. War Wellington zu sprechen? Ich glaube nicht, Sir. Ah, Captain Creighton. Ich hatte bisher nicht die Ehre. Schadet ja gar nichts. Rothschild, Nathan Rothschild. Ist der Name Ihres Bankhauses mir bekannt? Sie wollten auch zu Lord Wellington? Dringend. Ach, melden Sie mich schon endlich. Aber was führt Sie denn zu Lord Wellington, Mr. Creighton? Ich denke, Sie sind ein Privatmann. Ach, das wissen Sie auch? Zufällig. Ich wollte mich wieder zu einer Waffe melden. Sehr patriotisch. Aber als Geschäftspartner von Mr. Beering weiß ich ein wenig Bescheid über Ihre Lage. Das dürfte meine Angelegenheit sein. So schwer gegen einen Mann wie Mr. Beering aufzukommen. Also ich weiß wirklich nicht, was Sie das eigentlich alles interessiert. Das kann ich Ihnen sagen. Ich hätte vielleicht eine Tätigkeit für Sie, die Sie unabhängig macht. Milord lässt bitten. Ja, komme sofort. Also, suchen Sie mich doch in einer Stunde in meinem Kontor auf, Mr. Creighton. Ich bin doch kein Kaufmann. Ich brauche keinen Kaufmann. Aber ich brauche vielleicht einen Militär. Einen Mann, der das Vertrauen des Generals hat. Also, in einer Stunde, ja? Aber ganz wie Sie wollen. Der Hund. Darf ich nichts dazu mitlaufen? Mr. Rothschild, ist es wirklich so dringend? Ja, Miller. Höflichkeit ist schön, aber im Krieg... Ach, Sie wissen schon... Alles. Sie marschieren noch heute? Und? Sie wollen wieder die Goldlieferung übernehmen? Nein, es haben zu viele daran verdient. Das wissen Sie doch am besten, Miller. Außerdem gibt es bessere Geschäfte im Kriege. Sicher. Sie meinen Spekulationen? Es ist keine Spekulation mehr, wenn man die Pläne kennt. Sind Sie wahnsinnig? Miller, wir beide kämpfen für England. Sie mit Soldaten, ich mit Geld. Halten Sie mich nicht auf, Mr. Rothschild. So kann man mit mir nicht mehr reden, Milord. So nicht. Oder glauben Sie, dass es ein Vergnügen ist, als Ihr Bankier auf Ihren Wechseln zu sitzen? Sie können doch nicht über meine Ehre verfügen. Verrät schon von Ehre, bleiben wir bei der Sache. Milord, ich muss wissen, was vorgeht. Ich muss Nachrichten haben. Wichtige Nachrichten, verstehen Sie? Nachrichten sind Geld. Was soll ich Ihnen für Nachrichten verschaffen? Sie nicht. Da gibt es andere Möglichkeiten. Welche? Hören Sie mal gut zu, Miller. Wir sollten jetzt an Staatspapieren kaufen, was wir nur bekommen können. Mhm. Wenn wir dabei unauffällig vorgehen, wird uns Rothschild keine Schwierigkeiten bereiten. Im Gegenteil, er wird froh sein, wenn er die für ihn unsicheren Papiere los wird. Außerdem muss er verkaufen, um flüssig zu werden. Haben wir erst mal die Staatspapiere in der Hand, dann können wir mit ihm verhandeln. Dann muss er uns kommen. Ja, richtig. Das kommt für mich sehr überraschend, Mr. Rothschild. Sie bieten mir 5.000 Pfund. Und ich weiß immer noch nicht, was meine Aufgabe sein soll. Ich zahle natürlich alle laufenden Kosten. Und gebe Ihnen eine Chance, diese 5.000 Pfund. Ja, wofür? Ich bin Bankier und Finanzberater der Regierung seiner Majestät und brauche Nachrichten über den Verlauf des Krieges. Und haben Sie keinen anderen? Nein. Meine Agenten sitzen in Banken. Ich brauche einen militärischen Agenten. Ja. Ich bin aber Soldat. Dann werden Sie diesmal eben ein Soldat in Zivil sein. Mit Lord Wellington habe ich über Ihre Verwendung schon gesprochen. Er ist einverstanden. Ihre Nachrichten sind geheim und gehen von mir direkt zur Regierung. Meine Verbindungen mit dem Schatzamt sind Ihnen ja bekannt. Nein. Sie bestehen aber trotzdem. Und Lord Wellington weiß... kennt Ihren Auftrag.
Und 5000 Pfund erhalten Sie von mir, wenn Sie mir als Erster die Nachricht über die entscheidende Schlacht bringen. Ja, dann. Also, hier ist eine Anweisung über 200 Pfund. Lassen Sie sich gleich an der Kasse auszahlen. Alles Weitere besprechen wir, wenn Sie abreisen. Wann soll das sein? Sobald Sie können. Also heute Nacht. Gut. Und noch eines. Auch Lord Wellington fordert von Ihnen strengste Verschwiegenheit gegen jedermann. Gegen jedermann. Hoppatz, führen Sie die Herren herein. Meine Herren, mein Prokurist wird Ihnen gesagt haben, um was es sich handelt. Also machen wir es kurz. Sie gehen nach Amsterdam? Sie, Rösworth, bleiben in Ostende beim Schiff? Sie gehen nach Boulogne? Können Sie Französisch? Im Moment nicht. Ich kann. Gut, dann soll der Levi gehen. Was haben Sie für einen Pass? Einen päpstlichen. Gut, kann Ihnen nichts passieren. Ihr alle habt nur die eine Aufgabe, mir Nachrichten zu schicken. Wichtige Nachrichten. Wie ihr dazu kommt, ist mir egal. Ich zahle anständig. Es wird eine Schlacht geschlagen werden. Und wer der Sieger in dieser Schlacht sein wird, ist der Herrscher in Europa. Ich muss als Erster wissen, wer der Sieger ist. Und 5000 Pfund gebe ich denjenigen, der mir diese Nachricht bringt. Und nun gehen Sie. No, Hornstein, ich bleibe. London ist sicherer. Wie Sie wollen. Also bringen Sie den, wie heißt er? Rubina. Manasse. Sie sagen, dass Sie Tauben haben, mit denen man Nachrichten von einem Ort zum anderen bringen kann? Das ist ein sehr gescheiter Vogel. Er fliegt immer wieder zurück, wo er kommt. Gut. Halten Sie sich bereit. Sie müssen einen Mann begleiten, einen Offizier. Schlaf schön. Ja, du willst mir immer noch nichts sagen. Oh, ich bin zu unruhig. Ich habe mein Wort gegeben, Kleines. Und es wird dich auch nicht klüger machen. Ja, warum gehst du nicht als Soldat? Nicht fragen. Wenn es gelingt, werden wir keine Sorgen mehr haben. Ja, und was soll ich ihm sagen, wenn er fragt, wo sein Vater ist? Sag ihm, sein Vater tut seine Pflicht als Soldat. Und nun mach mir den Abschied nicht schwer. Ist von den Alliierten in die Acht erklärt worden. Davon kriege ich mein Geld auch nicht wieder. Sie müssen die großen politischen Zusammenhänge sehen, mein Lieber. Das glaube ich, dass die Franzosen jetzt Frieden machen möchten. Blücher ist schon über den Rhein. Und wir kaufen Staatspapiere. Vaterlandsliebe lässt sich auch diskontieren. Der Kaiser hat versucht, mit Wien zu verhandeln. Weiter? Er will dem Volk eine liberale Verfassung geben. Liberale Verfassung? Aussetzt mit ihm, ich kriege mein Geld wieder. Was ist denn los, Turner? Gibt's was Neues? Kaum. Bevorstehender Zusammenstoß mit Wellington südlich von Brüssel. Und wir sollen trotzdem weiterkaufen? Selbstverständlich, bis zum letzten Papier. Auch wenn Rothschild zurückhält? Doch blöd. Alles blöd. Na? Woher soll er denn etwas wissen? Nachricht von Kreten. Unsere Armeen unter Wellington und Blücher stehen dem Franzosen gegenüber. Hm? Aber Napoleon scheint immer noch zu verhandeln. Gut. Napoleon greift überraschend die Preußen-Berlin hier an. Die Taube. Herr Rothschild! Napoleon bei Ligny! Wer? Er greift an. Er greift an. Na los, los, geben, geben, geben! Mensch, verstehen Sie doch da? In zwei Stunden will ich kein Stück Papier mehr im Haus haben. Los! Thank you.
da haben wir uns hier in Brüssel immer ganz anders vorgestellt, Milord. Sollte ich Sie enttäuscht haben, meine Damen? Wie groß ist eigentlich Ihre Armee, Milord? 70.000 Mann, Sie kleine Spionin. 70.000 Engländer? Engländer nicht ganz so viel. Wir teilen die Tapferkeit mit unseren Bundesgenossen. Sie wünschen uns sofort zum Marschall Wellington. Jawohl. Es eilt. Bitte. Kurier vom Fürsten Blücher. Ja? Herr Marschall, im Vertrauen auf die versprochene englische Hilfe hat die preußische Armee den Kampf mit Napoleons Hauptmacht aufgenommen. Der Übermacht mussten wir weichen, weil die englische Verstärkung nicht eingetroffen ist. Napoleon hat sich gegen Quatre Bras gewandt. General Gneisenau marschiert nach Norden, um die Vereinigung mit der englischen Armee durchzuführen. Der General bittet Eure Exzellenz, einer Schlacht nicht auszuweichen. Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister, melden Sie meinen Respekt. Diesmal werde ich nicht auf mich warten lassen. Nun, wie steht's da drinnen? Ausgezeichnet. Rothschild gibt, er verkauft alles, was er nur hat. Und unsere Leute kaufen alles fleißig auf. Wenn der Trust Geld braucht, dann wenden Sie sich an mich, Bierig. Ich mache den letzten Penny für Sie. Ich auch. Und ich denke... Hallo? Rothschild verkauft. Ja, das Zentrum Wellington steht noch. Da. Da hinten Staubwolken. Napoleon lässt die Kavallerie attackieren. Wollen Sie mich hier Meldung machen? Du müssen furchtbar sein. Was war das? Eine Granate. Wahrscheinlich hinter dem Hause. Oje. Bringen Sie mich doch heraus, bringen Sie mich welche hierher, ja? Wechseln Sie die Hosen, geht's vorüber. Was? Sie werden zurückgedrängt? Ich sitze hier und kann nicht helfen. Na, was wollen Sie schon machen, Herr? Hier wird der letzte Mann gebraucht. Die Börse? Welche Börse? Was sagen Sie, warum Sie da sind? Doch nur für die Börse. Was sagst du? Lehren für die Geschäfte für Nathan Rothschild. Das ist nicht wahr, du Schwein! Also ich bitte, lassen Sie mich nur beschweren. Ja, bevor du alles gesagt hast. Rothschild hat gesagt, wer die Nachricht hat, hat auch das Geld. Das Geld? Na, wenn du Rothschild früher weißt, dass die anderen, wer gesiegt hat, dann kann sich doch auf seine Geschäfte doch hoch einrichten. Reck auf! Nein, ich will meine Toben! Kreten, dieser Goll. Verraten hat er mich, der Lump. Vielleicht ist er tot, Herr Rothschild. Alle 6 Tauben ohne Nachricht ist ein schlechtes Zeichen. Kompass, mein Geld. Ist hier die Schriftleitung der Gazette? Da steht's ja. Fassen doch da mal an. Wir machen ja nicht auf. Es ist wohl noch nicht so weit. In einer Stunde können Sie die Zeitung von mir haben. Ach, verflucht. In einer halben Stunde muss ich mit meinem Schnellsegler nach London auflaufen. Dann fahren Sie auch später. Ach, Mensch, ich muss in einer halben Stunde eine bestimmte wichtige Nachricht haben. Weißt du, was das ist? Eine Pfundnote. Das kannst du behalten, wenn du mir sofort eine Zeitung verschaffst. Mach ich. Hallo, Herr, hier ist die Zeitung. Was haben Sie gehört? Napoleon scheint bei Ligny im Vorteil gewesen zu sein. Ja, und was kommt jetzt? Abwarten, was sonst? Abwarten. Immer nur abwarten. Das kann viel englisches Geld kosten. Aber unser Geld. Alle Staatspapiere stehen schon weit unter Einkaufskurs. Ich selbst verliere jetzt schon 12.000 Pfund. Meinen Sie vielleicht ich nicht? Turner hat uns in diese ganze sinnlose Affäre hineingehetzt. Ruhe, meine Herren, Ruhe. Wir haben noch nicht eine einzige zuverlässige Nachricht. Sie haben gut reden, Turner. Ich ruiniert bin, wenn unser Plan misslingt. Nicht nur Sie, wir alle. Aber was tut man? Sogar Rothschild gibt. Gerade deshalb. Konsequent bleiben und halten. Halten bis zum Äußersten.
Mr. Rothschild hier. Mr. Rothschild ist nicht zu sprechen. Na, für mich schon, ich bin Kapitän Rothschild. Haben Sie einen Ausweis? Da kennen Sie mich denn nicht? Nein. Ach, der kennt mich ja. Kennen Sie vielleicht den Kapitän? Nein, nie gesehen. Also. Ja, da. Danke, genügt. Hey, Sie haben Ihre Zeitung verloren. Verdammt, das hätte noch gefehlt. Herr Rothschild, großer Sieg über Napoleon. Er ist geschlagen, zertrümmert. Bronstein, ist das wahr? Haben Sie schon erlebt, dass Samuel Bronstein sich geirrt hat? Von wem haben Sie denn Nachricht, Bronstein? Ich schwöre. Bronstein! Alle Prokuristen zu mir! Ein Pfeifer! Herr Rothschild! Ja, los, kommen Sie! Holen Sie den letzten Makler, den letzten Broker herbei. Lassen Sie sich jammern und schreien, zetern und weinen. Ganz London soll darauf schwören, dass alles verloren ist. Ich brauche eine Panik. Wenn es soweit ist, wenn alles den Kopf verloren hat, wenn die Kurse gefallen sind, dann kaufen. Leise, heimlich, in kleinen Partien, in größeren, wie sich's gerade trifft. Dieser Tag gehört uns. Wir sind allwissend wie Gott. Sie gehen nicht auf der Börse, Herr Rothschild. Nein. Lassen Sie verbreiten, dass ich vor Kummer krank geworden bin. Dass Sie befürchten, ich könnte mir einen Leid antun. Je mehr die Leute glauben, desto mehr werden sie verkaufen. Los, schnell. Ich habe eine wichtige und dringende Nachricht für Herrn Rothschild. Also melden Sie mich an. Los! Mr. Rushforth. Ich weiß schon das Nötige. In ein paar Tagen sprechen wir über Ihre Auslagen. Sonst noch was? Na also, es stimmt. Nathan Rothschild, haben Sie die Güte, mir meinen Scheck auszuschreiben? £5,000 für Samuel Bronstein, London. Schöne Unterschrift. Schön ist sie nicht, aber gut ist sie wieder. Wie ein Zirkuspferd haben Sie dich ausstaffiert. Was? Willst du mich beleidigen? Du bewachst einen Misthaufen, du bist schon beleidigt genug. Ja, ich verdiene hier mein Geld. Ja, Geld, die paar lausigen Schillinge. Ich habe jahrelang gehungert, jetzt bin ich zufrieden. Ja, weil du nicht denkst. Ja. Weißt du, dass der Napoleon geschlagen ist? Nein. So? Ja, dann haben wir ja gesiegt. Wir? Die haben gesiegt. Vielleicht kriege ich dann einen Schilling mehr in der Woche. Ja, einen Dreck wirst du bekommen. Da trink er mal. Ja. Wir, weißt du, wir bekommen nie mehr. So, ich meine ja nur, weil wir gesiegt haben. Ja. Wie heißt du denn? Edward Undercroft. Ja. Und ich heiße Rushforth. Und ich habe geglaubt, ich bekomme 5000 Pfund. Und du heißt Undercroft und glaubst, du bekommst einen Schilling in der Woche mehr. Ja. Und so wie den Enderkrebs und den Rest was, so geht es dem ganzen englischen Volk. Verstehst du das? Nein. Verstehe es auch noch nicht ganz. Ja. Aber es ist doch immer dasselbe. Ich habe zwar mehr zu kriegen, ja, aber wir kriegen es beide nicht. Aha. Ja, ich werde mal darüber nachdenken. Ja. Vielleicht hätte ich ihm doch in die Fresse schlagen sollen. Wem? Dem Rothschild. Dann hätte ich vielleicht meinen Schilling doch bekommen. Ja. Ich müsste dich doch dann rausschmeißen. Dann schmeißt Mr. Enderkraft Mr. Rushworth hinaus. Und alles auf Rechnung von Rothschild. Ja. Da stimmt was nicht. Nee. Es ist also wahr? Stimmt, Napoleon hat gesiegt. Und Wellington soll gefallen sein. Nein, gefangen. Napoleon diktiert den Frieden. Das ist das Ende. Dann bin ich ruiniert. Dieser verdammte Turner. Hat er sich schon verkrochen? Rothschild ist auch nicht mehr da. Er soll doch Selbstmord verübt haben. Wir können es ihm nur nachmachen. Na, ich nicht. Ich rette, was zu retten ist. Ich gebe die Papiere für ein Butterbrot weg. Natürlich. Sie haben ja recht. Es ist ja ein Wahnsinn, sich an die Abmachungen zu halten. Napoleon ist eingezogen in Brüssel. Ich bin verrückt, ich will es verkaufen. Selbst gegen die Abmachung. Ich gebe 5 zu 54.
Schutz! Weil geht aber doch nicht mehr her! Der Napoleon ist eingezogen in Brüssel! Mann, woher wissen Sie das? Alle Straßenecken kennen Sie her, der französische Flotte soll versammelt sein bei Calais! Ich gebe vor, zu 40 Schäfte dürfen nur im Fernsehsaal betreten! Ach was, ich gebe vor, zu 40! Das ist verboten, mein Herr! Das ist hier verboten! Herr Postmeister, mach Sie verantwortlich! Ich muss unbedingt noch reiten! Geht denn der nächste extra Kost? Aber ich habe doch meinen Platz schon im Voraus bezahlt! Ich zahle jeden Preis, 50 Pfund für den Wagen! Wir haben kein Pferd mehr im Stall! Das ist doch nicht mehr! Verpflichtet! Machen Sie Abfahrt! Das Pferd gehört der Poststation in Ilford. Lassen Sie es abreiben und schicken Sie es bei Gelegenheit zurück. Ja, Chefs! Arme Tier, das haben Sie böse zugerichtet. Richten Sie lieber zwischen London und Portsender eine anständige Postverbindung ein. Draußen kommen Sie etwa vom Kontinent. Ja, kommen Sie nach. Was gibt's denn da? Ich suche die Niederlage wirklich so schrecklich. Niederlage? Na ja, Wellingtons Niederlage. Sie sehen ja, was der Kampf verlässt London. Ja, warum denn? Unsere Sache steht doch großartig. Sie wollen doch jetzt behaupten, Wellington habe gesiegt. Ja, Wellington, das wäre zu viel gesagt, aber die Preußen haben es geschafft. Unverschämtheit. Die Preußen haben gesiegt. Jawohl, wer ist das? Lassen Sie mich doch zufrieden. Was? Ja, wenn das alles verbunden sind. Napoleon, er ist geschlagen. Putsch, weg. Aber du weißt ja auch nicht, was das heißt. Weil du eben nicht denken kannst. Ja. Als Tiere. Halt! Wohin wollen Sie? Rothschild! Ist nicht da! Wo ist das Schwein? Das Schwein ist krank. Lügen! Ja. Dann ist auf der Börse. Möglich. Was kommt davon? Ich spekuliere nie. Haben Sie gesehen? Das war Biering. Den geht heute an den Kragen. Wem geht es an den Kragen? Was ist denn hier los? Das wissen Sie nicht. Was macht der Tag an der Börse? Zum Donnerwetter, warum? Wenn Englands Armeen verloren sind? Aber das ist doch nicht wahr. Hallo, Mr. Turner. Mr. Turner, so hören Sie! Wir haben es heute eilig. Das Geld läuft Ihnen sonst weg. Das ist nicht wahr! Napoleon ist geschlagen, nicht wir! Wir haben gesiegt! Ja, das heißt eigentlich die Preußen. Reden Sie doch ein Unsinn! Was ist mit den Preußen? Aber ich hab's Ihnen doch gesagt! Glauben Sie ihm nicht! Die Preußen haben bei Waterloo gesiegt! Hören Sie hier! Leisten Sie keinen Widerstand! Sie haben Tumult verursacht! Groß ist die Liebe seiner Majestät Regierung zu ihren kleinsten Untertanen. Sie nimmt uns die Sorge für das Geld ab, weil wir keins haben. Aber Hunger haben wir. Um den brauchen wir uns nicht zu sorgen. Der kommt von alleine. Sie behaupten, ein Offizier der königlichen Armee zu sein? Weshalb sind Sie dann nicht bei der Armee? Ich komme ja gerade von dort. Aus der großen Schlacht? Und als Zivilist? Ja. Sonderbar. Sie wollen als Zivilist an einer Schlacht teilgenommen haben? Ja, ja. Wer soll Ihnen das glauben? Sie nicht. Ich habe Ihnen meine Meinung ja nicht aufgedrängt. Sie wollten mich ja unbedingt sprechen. Deshalb bin ich denn überhaupt hier. Weil Sie die öffentliche Ordnung gestört haben. Wenn man die Wahrheit sagt, stört man in diesem Lande die öffentliche Ordnung. Die Leute sahen in Ihnen einen Aufwiegler. Ich fürchte, die sitzen ganz woanders. Sie sind etwas respektlos. Möglich. Wer aus Belgien kommt, weiß mehr. Also genug davon. Wer hat nun nach Ihrer Meinung gesiegt? Wir oder Napoleon? Die Preußen. Also wir? Nein, die Preußen. Das verstehe ich nicht. Wellington war im Begriff, die Schlacht zu verlieren. Da kamen im letzten Augenblick die Preußen und warfen Napoleon über den Haufen. Das ist ja unerhört. Wie können Sie so etwas behaupten? Das ist die Wahrheit. Ach, was Wahrheit? Entweder sind Sie ein Narr oder ein Verbrecher. Lassen Sie mich endlich nach Hause. Das könnte Ihnen so passen.
Sie bleiben bis auf weiteres in Gewahrsam. Verschicken Sie wenigstens nach meiner Frau. Ich bin verwundet. Alles vergeblich. Ist der Herzschlag. Wo ist Mr. Biering? Ich gebe Stocks zu 23. Er ist tot. 21. Smith? Jetzt bin ich auch am Ende. Notieren Sie. Ich gebe Stocks zu 20. Habt ihr was im Auge behalten? Keine Sorge, er ist total betrunken. Gut. Na, sind Sie denn nun endlich fertig mit Ihrer Ausstellung, Kompass? Ich halte eben bei 10 Millionen Pfund. 10 Millionen Pfund? Genug! Stecken Sie den englischen Waren raus. Du bist verwundet? Nicht der Rede wert. Was macht der Junge? Es geht ihm gut. Wir waren eben auf der Straße unseren Sieg feiern. Ja, Captain, die Richtigkeit Ihrer Behauptung hat sich bestätigt. Man hört's. Entschuldigen Sie, aber Ihre Aussagen klangen wirklich reichlich unglaubhaft. Dann können wir also jetzt gehen. Selbstverständlich. Einen Augenblick, Captain. Ich möchte Ihnen nur noch einen guten Rat geben. Wir haben gesiegt und nicht die Preußen. Aber ich war noch dabei. Ich sage Ihnen, die Preußen haben... Naja, wir können die Verdienste der Preußen gern anerkennen. Aber Ihnen den Sieg zuzuschreiben... Aber es war doch die Wahrheit. Wahrheit ist nicht immer Klugheit. Mehr möchte ich Ihnen nicht sagen. Die Börse wird jetzt zu Ende sein. Ne? Fertig. Ne? Und? Herr Rothschild, in den nächsten Tagen wird große Hosse in Konkursen sein. Biering ist tot. Und Thaler? Erledigt. Und wie viel haben wir jetzt? 11 Millionen in netto. Mein Vaterloh. Wie lange ist Turner schon im Fluggefängnis? Eine ganze Woche. Seine Gläubiger haben ihn doch gehetzt. Sylvian. Phyllis und ich und der Junge, wir wollen fort. Wir verlassen dieses Land. Ihr seid noch so jung. Komm mit. Es wird auf der Welt doch noch einen Platz geben, wo man frei atmen kann. Hier hat doch alles einen Preis. Deine Ehre, dein Glück. Selbst der Tod macht sich hier noch bezahlt. Im Lande der Freiheit. Freiheit. Hier in diesem Land ist selbst Gott nicht frei. Er ist ein Geschäftspartner. Nichts weiter. Komm doch mit. Aber Felix, ich kann ihn doch jetzt nicht allein lassen. Ja, du hast alles verkauft? Alles. Ich habe zum Glück nicht dran gehangen. Aber es ist doch nicht möglich! Man muss doch wenigstens Nachricht haben, wie es steht. Das ist doch unser Geld! Mündliche Gelder habe ich im Tuftangriff gehalten! Ich habe das Geld auch nicht in die Tasche gesteckt. Ich hatte nur 136 Schillinge eingezahlt. Ich habe aber vier Kinder, so lassen Sie mich doch. Kann ich nicht, darf ich nicht. Meine ganze Ersparnis sagen Sie Ihnen. Kann ich jetzt noch da rausbekommen? Ja, glaubst du denn, du bekommst noch einen Benning? Man hat mich hierher bestellt. Was soll ich hier? Ich bin der Prokurist des Bankhauses Biering und habe Ihnen eine Eröffnung gemacht. Sie sind mit der Tochter Mr. Bierings verheiratet. Sagen Sie Mr. Biering, dass ich auf irgendwelche Erklärung keinen Wert mehr lege. Mr. Biering ist tot. Er hat den Verlust seines Vermögens nicht überlebt. Sein Vermögen? Die da draußen sagen, es sei Ihr Geld. Aber die müssen weiterleben. Mr. Biering hat mich gebeten, Ihrer Gattin oder Ihnen im Falle seines Todes dieses Schreiben zu überreichen. Die Zahlungen des Bankhauses Biering sind eingestellt. Totaler Konkurs. Dann bitte ich Sie, das Schreiben zu den Konkursakten zu legen. Da fehlt nur die Mitteilung, dass meine Frau enterbt ist. Ich bedauere aufrichtig. Bedauern Sie lieber das Volk da draußen. Diese ewig Betrogenen. Ich hätte auf die zweifelhafte Ehre, Mr. Biering zu beerben, ohnehin verzichtet. Mein Schiff geht morgen. Warum lassen Sie die Leute denn nicht herein? Ich habe strenge Anweisungen, es soll jeder Tumult vermieden werden. Sie sollen jetzt langsam an die Wahrheit gewöhnt werden. Hör zu, Leute! Das Bankhaus Biering ist in Konkurs gegangen. Zahlungen sind eingestellt. Diebstahl! Schließen Sie auf! Werfen
darf nichts her! Und den Schlüssel, sage ich! Gerecht! Wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, dann darf doch wohl das freiste Volk der Welt die Wahrheit hören! Jawohl! Vielleicht sind auch irgendwo reiche Erben von Biering! Die reiche Erben bei dir! Ja. Arme Leute. Wir waren noch nie so reich wie jetzt, wo wir nichts mehr haben. Und dein Haus, sagst du, hast du auch verkauft? Ich denke, es war unser Haus. Du hast keine Schulden mehr. Aber Schuld, Silvia. Ich habe nicht erkannt, was Rothschild heißt. Mir geschieht ganz recht. Du sagst Rothschild. Ich sage England. Ach, es ist dasselbe. Ich beneide Phyllis und George. Sie verlassen dieses Land. Ich kann nicht vor meinen eigenen Fehlern fliehen. Mr. Anthony Turner. Ja? Mrs. Turner, hier ist die Bescheinigung. 80.000 Pfund eingezahlt am heutigen Tage. Sie sind frei. Hast du nichts, was du mir da lassen kannst? Nicht einmal mein gutes Gewissen. Es war der Wunsch meines verstorbenen Herrn Vaters, dass ich Ihnen, kurfürstliche Gnaden, die Papiere wieder zurückgeben sollte, sobald Sie sie verlangen. Zur Sache, wie viel? 600.000 Nominale. Nur vorzählen. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Und die Zinsen? 5% wie vereinbart. Wenig genug. Möchte wissen, wie viel ihr mit dem Geld herausgeschlagen habt. Strengste Redlichkeit ist stets der oberste Grundsatz unseres Hauses. Darauf habe ich gewartet. In Deutschland ehrlich, in Frankreich treu und in England redlich. Hör zu, mein Junge. Ich lege in diesem Leben keinen Wert mehr darauf, als Freund der Nächstenliebe und Menschlichkeit zu gelten. Aber nichts ist widerlicher, als wenn ein Taschendieb dem anderen vorlügt, ich bin ein ehrlicher Mann. Darf ich kurfürstliche Gnaden um die Quittung bitten? Ja, aber vorher sagst du noch mal, wie war das, he? Strenge Redlichkeit, hm? Strengste Redlichkeit ist stets der oberste Grundsatz unseres Hauses. Ja, wissen Sie, bei Ihrer Art der Betrachtung schrumpft die Erde zusammen. Ja, man muss nur klar sehen. Also, hier in London sitzen Sie und Sie. Wir beide. Hier nach Wien kommt mein Bruder Salomon. Salomon Rothschild. Richtig. Hier nach Neapel setzen wir meinen Bruder Karl. Karl Rothschild. Natürlich. Also. Und passen Sie mal auf. London. Wien. Neapel. Hier in Frankfurt ist unser Stammhaus. In Gibraltar sitzt England. Na, was liegt da? Jerusalem. Wollen Sie da auch eine Filiale gründen? Umgekehrt, mein lieber Herr. Die Filialen von Jerusalem sind wir.